Habe die Ehre. Wir meinen immer, wir machen alles aus einer Überlegung raus und aus einer bewussten Entscheidung, aber das ist grundlegend falsch. Wir sind Sklaven unserer Gewohnheiten. Und das, wenn du in dem Video die Erklärung dahinter verstehst, kann es für dich massivsten Mehrwert bedeuten. Und bei mir ist es immer wieder so, dass ich die Erkenntnis daraus rückwirkend gesehen habe, ohne zu sagen kann, wieso ich Sachen nicht mehr machen darf, weil ich meine Gewohnheiten verändert habe. Und ich möchte gleich mal damit anfangen, so wie du in der Früh aus dem Bett rausrollst, den Fuß, wo du das erste hinstellst, Zombie-Mode ins Badezimmer gehst zum Zähneputzen, wie du dir die Zahnpasta rausschmierst und dann das Putzen anfängst, wie du da vor dem Waschbecken stehst, dann noch zum Bieseln hingehst, dann in die Küche gehst, dir Frühstück machst, das sind Gewohnheiten. Das läuft immer gleich ab. Kannst du gerne mal versuchen, mal auf der anderen Seite vom Bett, wenn du sonst da steigst, da auszusteigen, anders dort zum Stehen, mit der anderen Seite zum Putzen, die anders zum Falten, dann wirst du sehen, wie stark deine Gewohnheiten eigentlich sind. Und ich bin sicher, dass in allen Lebensbereichen dein Erfolg von deinen Gewohnheiten abhängt. Und mein Onkel, der Albert Einstein, hat uns ja schon gesagt, wenn du immer die gleichen Sachen machst, ist Wahnsinn, auf andere Ergebnisse zu hoffen. Das wiederum heißt, man muss die Handlungen verändern und die müssen zur Gewohnheit werden. Und das kann ich auch in Beispielen sehr, sehr gut belegen aus meinem eigenen Leben und Gewohnheiten sagen, die wo mich total schlecht gemacht haben und Gewohnheiten, wo ich die verändert habe, wo mich dann zum Winner in dem Bereich machen lassen haben. Früher habe ich geraucht, in Bayern sagt man wie ein Misthaufer, dass ich die ganze Zeit Auto eingestiegen, geraucht, rausgeschossen, 5 Minuten gewartet, reingechippt und das den ganzen Tag und das jahrelang. Ich habe früher gekifft, ganzen Tag tschick, 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 tschick. Also ich habe Termine gehabt, aber wenn ich Termine gehabt habe, habe ich schon einen fertigen Handschuhfach gehabt. Lauter solche Sachen. Und das hat mich auch nicht wirklich weitergebracht. Ich war talentiert, ich habe einen gewissen Charme, ich habe gewiss mit Leid, ich komme aus der Gastro, aus der Gastronomenfamilie. Leid interessiert mich, Leid waren schon immer mein Hobby. War immer relativ erfolgreich, aber stinkend faul. Habe ich viel zu viel Alkohol getrunken, habe beim Fortgehen andauernd Gesetz der Anziehung, habe ich genau den Reizung, der auch boxen wollte. Also ich habe so viele übelste Angewohnheiten gehabt, die wo mich auch nicht wirklich weggebracht haben. Die wollten die dann einfach so, das wird ja soziale Leim, so ekelhaft, die ist heute da und du merkst eigentlich mehr, im Innersten zumindest, und kommst aber nicht wirklich weiter. Bei mir war es so, bei mir ist den ganzen Tag der Fernseher gelaufen. Ich habe jahrzehntelang vor dem Fernseher eingeschlafen. Wenn ich irgendwo war und da war kein Fernseher, außer ich war in der Natur, habe ich gar nicht schlafen können. Außer ich habe sauber gekifft, dann habe ich auch wieder schlafen können. Also es waren lauter so üble Angewohnheiten. Und dann bin ich auf einem Seminar gewesen. Das war immer eigentlich, da habe ich heute eine sehr interessante Diskussion, eine positive mit jemandem gehabt. Und hat sie auch gesagt, ja, so Seminare kann ich mir gar nicht leisten. Dann habe ich erzählt, oh, ich habe damals gleich drei gebucht, wo ich mir kein einziges leisten können habe. Und das billigste hat 1700 Euro gekostet. Und von dem spreche ich gerade. Da ist es so darum gegangen, um Glaubenssätze, ums Bewusstsein, Unterbewusstsein, wie du Programme abspeicherst, wie man Programme resetten kann, Gewohnheiten aufbauen kann und so weiter. Und ich glaube, es passt ganz, ganz gut. Und ich bin da gewesen. Und kurz davor ist mein kleiner Sohn, der Finn, auf die Welt gekommen und 3-4 Wochen drauf habe ich das Zigarettenrauchen schon mal aufgehört, weil ich wollte ihm ein gutes Vorbild sein. Ja. Der Eltern habe ich viel zu viel Rauchen gesehen und ich wollte nicht, dass ich ein schlechtes Vorbild bin. So, dann bin ich da hingekommen, gerade das Rauchen aufgehört, das war im Januar, Anfang Dezember oder so habe ich das Rauchen aufgehört, bin dann im Januar hingelaufen und es war damals noch so, eine Gewohnheit im Übrigen, ich habe mich ganz hinten hingeguckt, ganz hinten in die Mitte. Nicht, dass mir vorne einer drohen, wenn ich nicht irgendwas sagen muss oder der mir das Mikrofon hinhält und so. Es waren ungefähr 500 Leute, die da gewesen sind. Und wie es herausgestellt hat, war ein Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Konzern da. Da sind ein paar Ferraris draußen gestanden. Aber auch ganz normale Leute, so wie ich sind da gewesen. Und ich habe mich natürlich dann auch mit den Leuten unterhalten. Und ich habe gesehen, dass die erfolgreichen Leute alle ganz, ganz andere Gewohnheiten haben wie ich. Und ich bin da, hab mir das Seminar, das ist damals 3 Tage gegangen, hab mir das gönnt, hab ein Aha-Erlebnis, eine Blockade gehabt, der Affe im Kopf hat die ganze Zeit zu mir gesprochen, ja, so einfach wird's nicht sein, ja, freilich, ihr kennt selber den ganzen Müll im Kopf, jeder von uns hat den. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, und die Entscheidung ist ja bekanntlichermaßen extremst wichtig, weil ich
es wird sich nie was verändern, wenn ich keine Entscheidung triff, dass es verändert. So. Und ihr müsst euch das vorstellen, davor habe ich die ganze Zeit nur am Computer gearbeitet für meinen Online-Job. Und der Fernseher, ich bin in der Früh rübergegangen, nachdem ich Zähne geputzt habe, bisschen war, habe mir einen Proteinshake ins Gesicht geschmissen, habe nebenbei einen Rechner hochgefahren und habe dann, während der Rechner hochgefahren ist, mich hingeguckt. Da habe ich dann schon immer geraucht, die letzten Tage davor. Und habe Videotext gemacht, RTL 200, und habe erstmal Sportergebnisse mir reingezogen. Das, was mich speziell interessiert hat, habe ich mir dann genau durchgelesen und sowas. Dann habe ich gestartet und ist einen ganzen Tag der Fernseher gelaufen. Der ist da gestanden und ich habe nebenbei die ganze Zeit gearbeitet, telefoniert, Fernseher ist immer gelaufen. Da sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hey Alter, was schaust denn du für einen Schmutz? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, Laufzeit in der Früh. So, der ist einfach gelaufen. Aber dann, wo ich kapiert habe, dass mir das die ganze Zeit abprogrammiert, und zwar auf die übelste Art und Weise, bin ich dann zurückgekommen von dem Seminar und wie gesagt, ich habe Jahrzehnte auf dem Fernseher geschlafen, bin ich zurückgekommen und ich habe beschlossen, dass ich nicht mehr Fernsehen schaue. 3 Monate lang. Eigentlich habe ich mir beschlossen, ja, aber dann, nicht das dann. Dann habe ich gesagt, 3 Monate. Dann habe ich gesehen, dass die Leute Morgenroutinen haben. Ja. Dann habe ich angefangen, habe mir die Autosuggestionen in einen Spiegel hingelegt und habe noch früher, bevor ich rübergegangen bin, im Bad mir die Autosuggestionen. Ich erreiche meine Ziele und so weiter und so weiter. Jeden Tag, ohne Pause, jeden Tag reingehauen. Ich habe auf einem Track, die Leute aus unserer Company kennen den Track, das ist bei Ziel 10 gelaufen, habe ich jeden Tag meine Vision durchlaufen lassen und habe den Track 321 durchlaufen lassen und habe meine Vision visualisiert. Ja. Dann bin ich laufen gegangen. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich mache schon Sport, aber Ausdauersport mache ich jetzt normalerweise nicht so viel. Und bin jeden Tag gelaufen. 3 Monate lang, jeden Tag. Ab dem Tag 2 war ich echt beieinander wie ein geschlagener Hund. Ab dem Tag 5 war ich, wie wenn einer vom Auto gefahren war. Ab Tag 8 war ich wie vom Bus überrollt. Da habe ich vorher schon blackrollen müssen, dass ich überhaupt die Treppen rausgekommen habe. Aber ich habe mir vorgenommen, ich ziehe das diesmal durch. Ihr könnt euch vorstellen, in meinem alten Leben als Dauerkiffer habe ich nicht so viel Sachen durchgezogen, ich zieh durch. Dann habe ich mich im Fitnessstudio parallel dazu angemeldet, habe angefangen zum Lesen, weil mir aufgefallen ist, dass alle Leute, die in irgendeinem Bereich irgendwie richtig gut sind, dass die lesen. So, dann war es so, dann habe ich mir das Lesen angewohnt, während ich auf dem Töpfchen geguckt bin, habe ich gelesen in der Zeit. Ich habe mich gar nicht darauf konzentrieren können, ich bin immer abgewichen, als würde beim Meditieren am Anfang, mein Hirn ist ganz weg gewesen. Ich habe voll langsam gelesen, jeden Tag habe ich mich quälen müssen, habe ich gesagt, die paar Minuten lese ich, um eine Gewohnheit zu entwickeln. Gut, habe weitergelesen. Irgendwann ist mir gar nicht aufgefallen, war der Übergang, war es auf einmal nicht mehr, dass ich machen muss, sondern es war tatsächlich schon eine Gewohnheit, so nach 3 Wochen oder sowas. Bin ich draufgeguckt, dann habe ich gemerkt, dass ich schon 3 Stunden auf dem Klo bin und weiterlese, weil mich das Thema so interessiert hat. Und seitdem bin ich ja bekanntlich ein riesen Fan vom Lesen. Ich habe zwar mittlerweile wieder einen Fernseher, aber ich habe noch nie so ein Fernsehprogramm gelaufen. Ich streame ab und zu über den Facebook Live, hoffentlich. Beste Grüße an Facebook, macht es meinen Account wieder frei, ist gehackt worden. Ab und zu streame ich da drüber, weil es einfach angenehm ist, oder schaue YouTube-Videos, aber ich darf nie mehr Fernsehen schauen, aber Lesen immer nur beibehalten. Ja. Das sind so Gewohnheiten und es sind so kleine Sachen, die wo irgendwann, ich habe vorher nie gelesen, habe dann jeden Tag gelesen. Ich habe nie Autosuggestionen gemacht, habe jeden Tag Autosuggestionen gemacht. Ich habe sporadisch Sport gemacht, habe dann regelmäßig Sport gemacht. Ich habe angefangen, damals keine Seminare, habe Seminare besucht. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die wo das erreicht haben, was ich erreicht habe, und nicht mit Leuten, die wo immer nur über andere Leute geschissen daherin. Und es hat sich das alles verändert. Und was ich da damit mit dem Video eigentlich als Kernmessage mitgeben möchte, ich habe vom dauerkiffenden Prahlen geschafft, innerhalb von 3 Jahren mein Leben grundlegend zu verändern. Grundlegend, ich habe einen schlechten Schulabschluss oder keinen besonders guten zumindest. Ich habe eine ganz normale Handwerksausbildung, ja, auch mittelgut abgeschlossen, aber nichts Besonderes. Und das ist mir ein Anliegen, dass alle Leute, wo wir egal wo folgen, verstehen, dass das, was ich erreicht habe, kein Zufall war, sondern dass das gerade war, dass ich meine Gewohnheiten verändern kann. Und im Übrigen, dass jeder von euch, und es ist nicht Fishing for Compliments, sondern es war nicht 1000%, dass jeder von euch das gleiche erreichen kann wie ich. Oder, das ist sogar relativ safe, viel, viel mehr in kürzerer Zeit.
weil es einfach Übernehmer kennt. Ich habe damals viel Geld gezahlt für das, was ich euch jetzt frei zur Verfügung stelle. Was habe ich davor? Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr liked, wenn ihr meinen Kommentar da lasst. Aber ich habe mich jetzt mal gefragt, was soll mittelfristig meine Aufgabe auf dem Planeten sein? Meine Aufgabe soll sein, Leute zu inspirieren, ihren Leben besser zu machen, dass die wiederum ihren Leid, ihren Umfeld, weil wenn du dein Leben, wenn du dir jetzt echt zusammenreißt, das Rauchen aufhörst, Fernsehen aufhörst, das ist sowieso der Top-Tipp des Jahrtausends, verschenk oder verkauf dein Fernseher oder wenn es da keinen Bock drauf hast, schmeiß ihn einfach vom Balkon runter. Dann hast du massig Zeit und vor allem viel, viel weniger Schmutz in der Birne. Und ich möchte, dass du die veränderst, ob du jemals Network Marketing magst oder nicht, oder das bei mir magst oder bei jemand anders in der gleichen oder in einer anderen Company, ist mir völlig wurscht. Ich möchte, dass du dein Leben zum Meisterstück machst und somit automatisch Monkey See, Monkey Do. Deine Kinder, dein Partner, deine Eltern, dein Bruder, dein Nachbar, deine beste Freundin einen positiven Impuls gibt. Dass man von innen heraus sozusagen die Kehrtwende macht. Der Planeten braucht auf vielerlei Hinsicht Leute, die frei denken, Leute, die ihre Ziele erreichen, Leute, die das machen, was sagen, die Verantwortung für ihr Leben und auch für die Probleme, was wir da haben. Und das ist das, was ich will. Und deswegen wünsche ich mir, dass du deine Gewohnheiten veränderst. Und natürlich, ich weiß, dass es im Promillebereich ist von Leuten, die schaffen, alles zum Verändern wie ich. Aber ich habe so einen starken Wunsch nach Veränderung gehabt, dass es möglich war. Aber ich hätte einfach mit einem angefangen. Und Eric Worre hat in Berlin gesagt, wenn du die um 0,32% täglich verbesserst, bist du nach einem Jahr doppelt so gut wie jetzt. Egal in was du machst, ob das Sport ist, ob das Network Marketing ist, ob das dein Schreiner-Business ist, wo du dir für eine spezielle Nische Wissen zueignest oder was. Und so eine kleine 0-Komma-Veränderung ist total einfach zu erreichen. Lies jeden Tag 10, 15 Seiten in einem Buch. Nicht jetzt bei Bibi Blocksberg vielleicht, außer du bist 10, dann Bibi Blocksberg, sondern in irgendwas, was dich interessiert, wo du weiterkommen möchtest. Irgendwas Persönlichkeitsentwicklung, wo Fähigkeiten, Verkauf, Rhetorik, Marketing, irgendwas. 10 Seiten nur. Über einen längeren Zeitraum ist das eine Gewohnheit, was dich zum Winner macht. Und wenn du das einen Monat gemacht hast, nimm die nächste dazu. Beweg dich mehr. Wenn das ein bisschen etabliert ist, hör auf Müll zu essen, ist bessere Lebensmittel, weniger Müll. Wenn du das hast, geh auf Seminare und bau da so und so und so deine Gewohnheiten auf, weil es ist möglich, innerhalb von einem Jahr alle schlechten Gewohnheiten zu ersetzen und dein Leben wird wesentlich besser sein. Ich habe jahrelang Zigarettenrauchen nur nicht aufhören können, weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich aufhöre mit meinen Kumpeln zusammen, jetzt kiffe ich schon nicht mehr, dann kann ich nicht mitrauchen. Wie idiotisch ist das, weil man meint immer, es verändert sich, es wird automatisch schlechter, wenn ich was verändert. Das ist aber nicht wahr, es wird anders. Und über das werde ich auch irgendwann mal ein Video machen zum Thema Bewerten, weil nur weil jemand irgendwas anders macht oder weil irgendwas anders ist, wird das, was man kennt, ist deswegen nicht gut oder schlecht. Es ist einfach anders, Freunde. Setzt es um, lasst einen Daumen da. Bleibt geil und geht steil. Ciao. Ganz eine wichtige Gewohnheit, um frei zu werden, ist eine Gewohnheit, die wo mit Finanzen zum Tor hat. Ich möchte jetzt mich nicht auf Finanztrainer aufspulen, aber das sind Sachen, ich habe kürzlich ein Video vom Kiyosaki gesehen, dass mir das wirklich so wieder so bewusst war. Und zwar, ich tue ja seit ungefähr 3 Jahren 5-Euro-Scheine sammeln. Das heißt, ich gebe keinen 5-Euro-Schein mehr, der bei mir ist, aus. Das habe ich bei was gekostet. 4 Euro und ich habe einen 5er und einen 10er dabei, dann zahle ich mit dem 10er, weil ich den 5er ja nicht ausgib und kriege einen 5er plus 1 Euro in der Regel wieder raus. Außer die gibt mir Hand für Münzen, was natürlich auch passieren kann, aber ich kriege einen 5er raus. Wenn ich daheim bin, fällt dir den 5er zusammen, habe so eine Schachtel, habe ich eher schon 1000 Mal gesagt, aber es passt jetzt gerade gut, eine Schachtel, fällt den zusammen, schmeiße eine Reihe, auf der Schachtel habe ich wie ein Visionboard abgelebt, mega, für meine finanzielle Freiheit. Mit der Gewohnheit habe ich schon über 5000 Euro gespart in 3 Jahren. Und jetzt ist schon seit Monaten sammeln die wieder, also ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt gerade drin ist, aber über 5000 Euro davor schon. Und jetzt habe ich eine neue Gewohnheit etabliert, wo ich mir wirklich selber in die Fresse hauen kann, kann ich nicht netter sagen, weil ich das nicht immer gemacht habe. Und zwar Silber kaufen. Und man hat so den Trugschluss, dass man darf ja mehr investieren, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat.
Ich dachte ja Spenden, wenn ich mehr Geld hätte, das ist ein Chaos. Ich habe mit 25 Euro im Monat bei Spenden angefangen, spende jetzt 300, ab nächsten Monat 400, weil ich noch vierte Organisation dazu nehme. Und wenn du dir nicht im Monat leisten kannst, für 1000 Euro Silber zum Leisten, Kaffee, dann kauf halt einfach nur für einen 100er eins oder für einen 50er oder kauf eine Unzen für einen 20er. Aber es wird eins passieren. Du machst es jetzt nicht einmal, sondern machst es jedes Monat. Jedes Monat. Das heißt, du jetzt gerade eine Münze kaufst, legst es in dein Tresor, du hast kein Tresor, legst es in deine Schuhschachtel rein, zack, legst Monat drauf, wieder eine dazu, legst Monat drauf, wieder eine dazu, legst Monat drauf, wieder eine dazu, dann passiert was. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe, ob ich jetzt auf dem Konto 10.000 oder 18.000 Euro drauf habe, habe ich nicht mehr Emotionen, solange kein Minus davor steht. Es ist einfach drauf. Aber jedes Mal, wenn ich es überkauft habe und ich tue es wieder weglegen, habe ich so das Gefühl, oh, ich bin echt schon reich. Hey, wenn ich mir jetzt nicht suggerieren, dass ich für 100.000 Silber habe, hätte ich gern, hätte ich auch schon, wenn ich die Gewohnheit eher angefangen hätte, aber das macht was mit mir. Ich habe gestern habe ich gleich wieder meinen Eltern beim ersten Mal dabei gehabt, beim Edelmetallkaffee, gestern habe ich auch wieder mitgehabt, dann haben wir wieder uns gekauft, dann, das macht mich so glücklich, dann lege ich es weg, weil es mit dem Bewusstsein kauft, dass das für meine finanzielle Freiheit ist. Und nicht, wenn du für 5.000 Euro im Monat Einkaufen kaufst, sondern es ist eine Gewohnheit, die du jetzt startest. Irgendwann, wenn du die anderen Gewohnheiten verändert hast, wirst du mehr Verdiener, dann wirst du die Gewohnheit hochduplizieren und höhere Beträge sparen können. Aber es ist einfach nur eine Entscheidung und es ist eine Gewohnheit. Und Silber haben mir viele Leute, die das extrem erfolgreich beruflich machen, gesagt, ist aktuell cool. Und deswegen ist es eine Gewohnheit da, gib deine 5er nicht mehr aus, wenn du sagst, boah, ich komme aber 5er, das kann ich nicht leisten, dann spar Euro-Münzen oder jeden Zwickel oder jetzt 50er oder jeden Cent. Oder mit dem Cent kommt gar nichts zusammen, es geht nur um die Gewohnheit. Wenn du die Gewohnheit hast, kannst du das hochskalieren. Auf ein 10er, auf ein 20er, auf ein 50er, auf ein Euro, 2, 5, 10 Euro. Genauso ist es beim Silberkaffee.